Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Schachmatt TV. Ich freue mich riesig, dass ihr hier seid und wir haben Skandinavisch am Brett. Da habe ich gerade eben ein Eröffnungsrepertoire mit Springer F3 dagegen gezeigt. Jetzt kam aber der Zug Springer F6. In dieser Stellung ist auf jeden Fall die beste Art und Weise mit D4 und C4. Man kann C4 auch verzögern, aber so sollte man das spielen. Ich habe aber in meinem Eröffnungsvideo kurz angedeutet, dass ich in dieser Stellung hier, also ich habe diese Stellung hier kann Schwarz ausgleichen, genau zum Beispiel mit E6. Und ja, das ist einfach ein Fakt. Mein Plan ist jetzt mit Weiß eher mit Figuren zu spielen. Ich finde, es spielt sich trotzdem mit Weiß leichter, weil dieser Läufer eingesperrt ist. Okay, der Zug hier, der kommt mir nicht bekannt vor. Interessant. Also wir können jetzt zusammen uns hier erarbeiten, wie es geht. Also gerade droht eine Gabel. Ich habe nicht viel andere Wahl, als den hier zu spielen. König D1 sieht nicht gut aus. Und im nächsten vertreibe ich den Springer mit A3. Das ist eigentlich mein Plan. Wobei, hat eigentlich Zeit, es droht gerade nichts. Wobei, vielleicht könnte der hier nervig sein. Ich spiele einfach den Zug A3, auch deshalb, weil der Springer jetzt wahrscheinlich auf das Feld geht, das für den anderen Springer reserviert ist. Und okay, ich glaube, hier ist es mir trotzdem gelungen, so ein bisschen Eröffnungsvorteil mitzunehmen. Einfach deshalb, also ich habe hier, muss dieses Feld hier decken, einfach deshalb, weil ich 1, 2, 3, okay, 3 Leichtfiguren draußen habe, der Gegner eine. Diese eine Figur wird jetzt auch noch getauscht. Okay, das hier ist eine spannende Stellung. Vom Gefühl her hat der Gegner das nicht so gut behandelt, aber ist natürlich voreilig, so einen Schluss zu treffen. Was möchte mein Gegner? Mein Gegner will wahrscheinlich die Läufer D7, Läufer C6 spielen. Heißt, wenn ich jetzt den Springer... Eigentlich ist E4 das Feld, wo ich ihn gern hinziehen würde. Aber dann kommt vielleicht wirklich Läufer D7 und ich kann nicht auf B7 schlagen. Heißt, ich ziehe den Springer auf ein anderes Feld. B5. Interessant, aber ich fürchte, es kommt A6. Das heißt, ich ziehe ihn nach E2. Bin mir aber bewusst, dass mein Gegner hier D3 versuchen kann. Okay, macht er nicht. Er spielt Springer C6. Ich D3. Und der hat die Chance, langfristig, also gerade geht es nicht wegen Matt, aber langfristig hier im Zentrum zu kriegen. Dafür habe ich sind alle meine Figuren aktiv und ich kann mich nicht beschweren. Die große, große Frage in dieser Stellung ist, wie wollen wir hier langfristig am Vorteil spielen? Und ich würde sagen, wir wollen am König angreifen. Zumindest bietet sich das an, weil irgendwann muss dieser Bauer hier schon ziehen, damit der Läufer aktiv wird. Dann schaut der Richtung König, die Dame steht schon relativ gut und wir könnten schnell mit diesen Bauern laufen. Deswegen spiele ich jetzt den erstmal sehr ruhigen Zugläufer D2. Der sieht total passiv aus. Der hat aber schon eine gefährliche Idee. Also wenn ich den jetzt hier hinstelle, läuft der irgendwann in E5 rein, der sowieso kommt. Der Gegner spielt A5. A5 ist interessant, weil, also sieht gut aus, weil er mit A5 Raum am Darmflügel gewinnt, wo wir gerade hinrochieren wollten. Das heißt, ich warte erstmal noch mit der Rochade und versuche meine Figuren im Allgemeinen ein wenig zu verbessern. Weil wenn ich jetzt rochiere, dann kann es sein, dass er hier in der Mitte bleibt und vielleicht kann ich ihn nur schwerer angreifen als im König. Und sobald er rochiert, kann ich aber auch rochieren und dann mit den Bauern laufen und behaupten, sagen, ich bin schneller. Aber immer bei heterogenen Rochaden, also in zwei verschiedenen Richtungen, ist es ein Kampf, der ist total, total verbittert und ist nicht wirklich klar, wer da schneller ist. Hier sagt trotzdem mein Gefühl, dass ich schneller bin, weil er hat... Also er hat nicht diese Bauernhebel, weil der C-Bauer weg ist. Und was kann er hier groß machen? Den Spieler gehe ich zurück. Ja, okay, er kann mit dem B-Bauer bis nach B4 laufen und dann eine Linie öffnen. Aber es dauert auch alles, weil aktuell hängt der Springer noch. So, wie spiele ich hier? Ich würde eigentlich ganz gerne den Gegner zum Rochieren zwingen. Das könnte ich versuchen mit Dame G4 oder Dame G3. Beide Züge schauen auf den G-Bauern. Und auf Rochade geht es dann so richtig los. Tendenziell auch Ideen mit Läufer H6. Ich frage mich nur auf Dame G4 und Dame G3, was passiert auf Läufer F6? Darauf brauche ich erst eine klare Antwort. Die sehe ich aktuell nicht, weil Läufer F6 sieht so aus, ob es die schwarze Stellung verbessert und deswegen spiele ich jetzt diesen Zug. Springer F4. Der Springer hat hier zwar gut den Bauern angeschaut, aber mehr auch nicht.
Es war schon ein guter Job, weil im Prinzip binden wir hier auch Springer und Dame irgendwie an den Bauern. Jetzt schaut der Springer aber auf andere Felder, zum Beispiel. Okay, er rochiert. Okay. Ich wollte sagen auf H5. Jetzt ist die große Frage, wie man hier angreift. Also wir greifen. Okay, wir könnten ehrlich gesagt einfach kurz rochieren und alles wäre gut, weil wir haben selbe Rochaden, beide Könige sind sicher. Aber ich hätte schon Lust, den jetzt matt zu setzen. Und deshalb frage ich mich, wie wir anfangen. Mit G4? Nee, mit H4. Also den nee zu nehmen ist sicherlich nicht gut. Ich glaube, dann kommt direkt Dame H5 und dann hängt der Läufer und Matt auf H7 droht. Also er sollte niemals diesen Bauern hier fressen, der Richtung König zeigt. In dem Fall geht es konkret nicht. Sonst ist auch, normalerweise nimmt man diese Bauern eher nicht. Und ja, jetzt ist die große Frage, wann wir rochieren. Dame D6, was ist die Idee dieses Zuges? Das frage ich mich wirklich ernsthaft, weil ich es nicht sehe. Dame schaut hier hin, hier droht gar nichts. Die Dame schaut hier hin, ist auch alles gedeckt. Also vielleicht will sie Platz für den Turm machen, aber wir laufen einfach mal eins weiter. H5. 6, okay, den sehe ich gerne. Ich freue mich, wenn mein Gegner Bauern vor dem König zieht, weil das tendenziell als Angriffsmarke für meine Bauern dient. Und ich glaube, bald ist der Moment gekommen, ich spiele nochmal G4, aber so gleich ist der Moment gekommen, wo ich rochiere, den Turm dann rüberspiele und dann ganz schnell aufmache. Zumindest ist das der Plan. Damit C5, sie will nach C5, das ist interessant. Greift diesen Bauern an. Ist das irgendwie gefährlich? Also hergeben will ich den auf keinen Fall. Und wenn ich lang rochiere, kann es sein, dass der Gegner Angriff kriegt. Okay, ist ein interessantes Spiel, sehr interessantes Spiel. Okay, wir haben die Wahl zwischen Dame D1 in den Bauern zu decken und weiter anzugreifen oder einfach lang zu rochieren. Und ich sag euch, okay, ich wollte sagen, lange Rochade sieht so aus, als ob wir hier die besseren Angriffschancen haben, aber man muss vorsichtig sein, weil der B-Bauer ist relativ schnell. Also lange Rochade, B5. Beispiel Turm G1, B4, schlagen und okay, interessant. Hier ist der Gegner gar nicht so langsam. Ich sollte mich um diesen C-Baum kümmern, also stehen lassen. Glaube ich nicht, dass das passt. Man kann versuchen, also auf das neben die Dame zu fangen. Turm C1, dann zitieren, kommt sie raus. Okay, ist sehr heikel. Könnten auch Springer H3 versuchen. Und G5, also es gibt hier genug Angriffspläne. Aber erstmal die Frage, was machen wir mit diesem Bauern? Wenn ich jetzt Turm C1 spiele, der mir eigentlich am besten gefällt, dann kann ich halt nicht mehr lang rochieren, was schon ein Nachteil ist. Mache ich jetzt aber trotzdem. Ich spiele Turm C1, ich kann nicht mehr lang rochieren. Eventuell stelle ich den König einfach nach D1, wenn es sein muss. Okay, der Zug ist langsam. Und springe H3. Sehr, sehr interessante Stellung. Ich weiß nicht, ob Springer H3 die richtige Idee war. E5. Unser Plan ist jetzt wirklich einfach nur, diesen Bauern nach vorne zu schieben. Das hier auf keinen Fall in so einer Stellung nehmen, das wäre total gefährlich. Aufpassen, beim nächsten kommt wahrscheinlich noch Läufer C6. Also spiele ich Dame G3 hier. Aufpassen, wenn ihr nichts überseht, das hier funktioniert nicht, wird einfach zurückgeschlagen. Läufer H4, okay. Cooler Zug ist eine Taktik, also wenn ich den nehme, kommt Springer F3 Schach. Und Dame gewinnen habe ich nicht gesehen, sowas kann man aber auch leicht übersehen. Jetzt, hier muss man wirklich sehr aufpassen, was man macht, weil ein falscher Zug und meine Dame ist weg. Ziehe ich sich hier hin. Dame F4. Ja. Läufer C6. Turm hängt, das ist aber auch. Ah, doch, das ist schon gefährlich. Weil wenn ich jetzt den Turm ziehe, kommt Springer F6. Okay. Also ich habe hier auch noch in diesen Stellen Läufer B4, das muss man mal anmerken. Ah.
Okay, es wird extrem taktisch und 3 Minuten ist relativ wenig. Der Gegner hat auch nicht viel überlegt. Aber ich spiele erst diesen Zug. Und die Dame zieht. Und ich nehme einfach den Turm. Und dann sollte der Gegner wahrscheinlich entweder nimmt den Läufer zurück oder nimmt meinen Turm. Und ja, die Stellung ist total unklar, weil mein König ist unsicherer. Aber dafür habe ich aktivere. Oder, nein, das kann man auch nicht sagen. Ich stehe einfach schlechter. Weil mein König ist. Ich habe einfach die schlechteren Figuren, stimmt. Manchmal landet man in so einer Schleife, oder zumindest ich, weiß nicht, vielleicht geht es euch auch so, wo man sich so ein bisschen was vormacht, weil ich hatte bis gerade eben nicht gemerkt, dass ich schlechter stehe. Aber auf jeden Fall ist die Stellung schlechter, weil so, wenn man nach objektiven Kriterien vorgeht, ist einfach eine unangenehme Stellung. Okay. Nichtsdestotrotz müssen wir gut weiterspielen. Was gibt's? Also, wenn die Dame jetzt noch einmal ziehen müsste, wäre sie weg, weil wäre der Springer weg, weil die Dame muss auf dem Springer bleiben. Heißt, also Läufer C4 wird durch den Springer rausgenommen, aber der Bauer C4 ist interessant. Dann muss der Bauer auch Passant nehmen. Und dann sehe ich auch ehrlich gesagt nicht, wie es weitergeht. Also, wir fressen mal diesen Turm. Okay, nimmt nicht zurück, sondern spielt schön aktiv weiter, das ist richtig so. Okay, wir haben einfach eine Quali mehr, aber verlieren mindestens eine Quali. Sehr, sehr, sehr schwere Stellung. Der Turm hängt halt. Und vielleicht können wir rochieren. Ich habe den Zug völlig vergessen, aber der sollte eigentlich funktionieren. Weil jetzt gibt es einen Springerschach. Sonst müssen wir leider rein in den Abzug König H1. Ich sehe nicht genau, wohin der Springer abzieht, dass er mehr als eine Qualität gewinnt. Eins. Wahrscheinlich Springer D2 halte ich für sehr wahrscheinlich. Okay, oder diesen Zug. Okay, er will jetzt, dass wir mit dem Springer auf ein Feld gehen, mit der Dame auf ein Feld gehen, auf dem der Springer die Dame mit einem Abzugsschach gewinnt. Gefährlich, da dürfen wir nicht drauf reinfallen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel hier, na okay, die Dame hat sowieso, die hat nicht viele Felder. Die hat hier nur, ich bin wirklich langsam gerade. Also ich, Dame F5 und es drohen immer diese Abzüge. Jetzt gerade ist Läufer F2, glaube ich, ein guter Zug, weil wenn wir den rausnehmen, okay, er spielt den. F3, wir wollen unbedingt diese Diagonale unterbinden. Schlägt, ist ein guter Zwischenzug. Zurückschlagen und jetzt Dame schlägt B2 und wir stehen etwas schlechter, aber ich glaube nicht verloren. Zumindest ist das mein Gefühl. Mehr als gefühlsmäßig kann man hier nicht vorgehen. Ja, okay, doch, ich verliere noch ein bisschen Bauern. Wahrscheinlich ist Stellung verloren, aber die ist unklar, denke ich, weil man hier ziemlich gut weiterkämpfen kann. Es gibt einiges an Motiven, zum Beispiel hier G5, Dame schlägt, also wenn der Bauer schlägt, nehmen wir zurück, Thron matt. Heißt auf G5 schlägt den Läufer. Geschlagen, das ist eine ziemlich gute Kompensation für die Figur, aber es ist nicht nötig, das zu spielen. Ich behalte lieber den Läufer, der könnte hier noch sehr, sehr wichtig werden. Dame schlägt und G5. Und wir haben zwar deutlich weniger Material, aber diese Stellung ist schon unangenehm für Schwarz, weil wir jetzt, also das, was wir eigentlich die ganze Zeit wollten, doch irgendwie bekommen haben, nämlich fetten Angriff. Okay, Schwarz droht matt. Ich hoffe, das kann man noch verhindern. Also, König kann nicht ziehen, wir müssen den Springer leider dazwischen ziehen. Einziger Zug, also es gibt nichts anderes. Da müssen wir jetzt den Springer opfern. Läufer schlägt und jetzt haben wir sozusagen Einzugzeit. Was machen wir mit diesem Einzug? Okay. Wir schlagen. Wir ziehen zum Beispiel vor. Läufer G3. Ich fürchte, er kommt hier wirklich raus aus der Nummer. Ich schlage. Es ist Gefühlssache, aber okay, Dame E2, das ist tatsächlich noch schneller. Hier gibt es auch richtig gute Motive mit dem Opfer und H7, aber es bringt alles nichts, weil am Ende unser Turm mit Matt hängt. Das ist echt eine brutale Angriffspartie, die jetzt aber verloren ist für mich. Ich sehe nicht mehr, wo es irgendwie
man hier noch was machen kann. Ah, vielleicht Dame H3. Aber das verzögert das Leid nur. Wir haben nämlich Läufer und Bauer weniger. Und Dame H3 hält zwar gerade zusammen. Wie werden wir gerade überhaupt abgezogen? Das ist wirklich nicht schön gegen diesen Gegner hier mit über... Also er hat in Anführungsstrichen nur 2-3 auf Leeches und nimmt hier völlig auseinander. Und es ist leider kaputt. Mit irgendwelchen Läuferabzügen. Also ich spiele jetzt noch weiter in der Hoffnung, dass hier noch was ein Wunder geschieht, aber kann ich mir nicht vorstellen. Schach. Einziger. Okay. Immer kämpfen, wirklich immer weiter kämpfen, aber hier ist tot, also vielleicht kann man irgendwie eine Falle stellen, Turm G1, er nimmt die Dame, schlagen mit Schach hier oben. Ich sehe, nee, es wird schon leider schon wieder eine Niederlage. Jetzt nur die Hoffnung, dass es matt übersieht, er muss einfach nur Damen tauschen, ja. Krass. Ich, also hier war es wirklich, würde gerne wissen, wie genau mein Gegner war. Boah, okay. Also ihr seht das nicht, ich habe jetzt nicht ein neues Layout gemacht. Gehen wir hier, also damit das alles ein bisschen professioneller wird. Boah, mein Gegner hat, also es ist jetzt keine Ausrede, aber hat in der ganzen Partie nur 2 Ungenauigkeiten gespielt und keinen Fehler und keinen groben Patzer. Das ist also, es ist fast Carlsen-Niveau. Also jetzt ganz, ganz ernsthaft, in so einer scharfen Stellung. Ich wurde wirklich komplett abgezockt. Ich habe es hier auf dem Kanal noch nie gemacht, weil es einfach, das macht man nicht so öffentlich zu sagen, aber man... Glaube ich auch nicht, dass er es gemacht hat, aber bei so einem Resultat, also 2 Ungenauigkeiten, 0 Fehler, 0 grobe Patzer, in einer scharfen Stellung, müsste man schon mal so grob dran denken, ob da vielleicht Cheating im Spiel war, aber unterstelle ich ihm nicht, das ist mir auch sehr wichtig. Es ist einfach nur, das Ergebnis legt diese Überlegung nahe, so, das möchte ich damit sagen, aber ich glaube ich nicht, dass er gecheatet hat, das ist auch zu unwahrscheinlich. Und ich habe auch nicht die besten Verteidigungen gefunden, aber hier, diese Stellung hier ist ausgeglichen. Also ist, wie gesagt, mit der Eröffnung ist, also man hat zwar aktives Figurenspiel, aber dafür kriegt Schwarz zum Beispiel in diesem Fall Raum, also er kriegt schon was dafür. Rochade und H4 und ist ungenau. Krass, ich hätte nicht gedacht, dass es, dass ich hier schon deutlich schlechter stehe. Aber, also, ich bin noch ein bisschen perplex, weil gerade das war schon eine üble Partie. Ich bin gespannt, also ob das die ganze Zeit verloren war. H6, G4. Okay, und das war einfach viel zu aggressiv, was ich gemacht habe. Also wahrscheinlich dann statt H4 in der Stellung, ja, Engine sagt auch einfach rochieren. Hier, also Frage an euch, warum stehe ich hier ein bisschen schlechter? Ja, also es liegt auf jeden Fall am Raum. Ich habe viel zu wenig Raum, der Gegner hat Zentrum und deswegen muss ich hier ein bisschen schlechter stehen. H4, H6, G4, ja. Also ich habe ja irgendwann drauf gekommen, dass ich schlechter stehe und also ich habe mir auch zu lange was vorgemacht. Ich dachte halt irgendwie, ich hätte hier Angriffschancen, aber hier war es dann schon sehr schwierig, vor allen Dingen, nachdem er diese Qualität geopfert hat. Ich hatte zwar Rochade, aber immer diese unglaublich doofen Abzüge und er hat wirklich extrem sauber alles runtergespielt. Also die Partie war, wenn ihr, also ich habe jetzt das Format geändert, sodass ihr es nicht seht, aber, also, dass ihr, dass es ein bisschen, alles ein bisschen sauberer und schöner ist. Ab diesem Zug hier Springer E5 bis zu Läufer E3. Also, einfach mal vom 23. bis in den 34. Zug waren einfach beide Seiten haben keine einzigen Ungenauigkeit gespielt. Alles korrekt. Das ist schon ziemlich, ziemlich beeindruckend. Also, hatte ich selten so. Also kann ich ja auch nicht viel dazu analysieren. Das war im Prinzip fast alles forciert. Also ich muss diese Züge spielen, aber ich stehe halt eben die ganze Zeit einfach auf Verlust. Also die Engine-Bewertung geht trotzdem runter. Also das waren alles eben solche kleinen Schritte, dass es für die Engine jetzt nicht gereicht hat, um was anzumarkern. Aber hier in der
plus Achterstellung muss man nichts analysieren. Ich würde sagen, mein wirklicher Fehler war nicht zu rochieren. Also tatsächlich hier in dieser Stellung, als ich H4 gespielt habe, hätte ich stattdessen einfach rochieren sollen. Ganz anderer Plan, hör auf, jetzt den anzugreifen, weil, ja, ich habe, wenn hier ein Bauer stünde, so ein Bauer auf E5, der verdirbt dem Schwarzen hier so die Verteidigung, aber klassischerweise, ohne den wird es schwierig, ich wollte hier trotzdem aus dem Boden und hätte es auch fast geschafft, einen Angriff zaubern. Hier Läufer F8 war, das war auch nicht gut, hier wäre es besser gewesen, erstmal Turm G1 zu spielen und dann auf Springer F3, König F1, sollte jetzt der Springer schlagen, König schlägt, hier einfach mit einer Qualität weniger zu spielen, aber immerhin noch das Läuferpaar zu haben. Ja, okay, und der Rest ist wirklich nicht mehr sehenswert und auch nicht analysierenswert. War einfach aus. Und ich habe ehrlich gesagt, also hier keinen einzigen Blunder gemacht ab diesem Zug. Ab Turm schlägt F8, also kein Blunder, kein Fehler, nur Ungenauigkeiten. Oder also hier steht nicht mal eine Ungenauigkeit drin. Bis dann hier, also in dieser Stellung, war Läufer E3. Wäre noch Dame E3 noch genauer gewesen, aber Läufer E3 hat ja auch gereicht. Also, jo, ich wurde einfach mal richtig an die Wand gespielt, das gibt's auch. Passiert jedem. Und also hier war es auf keinen Fall so, also das wie anders, dass ich irgendwie auf Gewinn stand, das dann irgendwie noch verdorben habe, sondern der hat mich tatsächlich von Anfang bis Ende überspielt und muss man einfach mal gratulieren. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht und ihr habt so ein bisschen was zur Angriffstechnik gelernt. In dem Fall war natürlich mein Gegner derjenige, der mich angegriffen hat. Wirklich schön, also Spiel an zwei verschiedenen Flügeln. Ich habe nicht rochiert, das ist eigentlich ein Kinderfehler und wurde dann als Strafe, also weil ich dann irgendwann zu spät rochiert habe, als es dann schon zu spät war, einfach auseinandergenommen. Cool, dass ihr hier wart und ja, lasst ein Abo da. Like dieses Video, bitte macht das wirklich. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mir gern was spenden. Da freue ich mich riesig drüber. Und ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag. Macht's gut. Ciao.